Fantastic. Ja, guten Tag, willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Clash of Clans mit Fred, und ich habe diesen geilen, feinen Turban auf. Warum? Weil ich eine Runde blind clashen will. Und habe ich mir eine ganz besondere Challenge überlegt, nämlich ich werde zweimal angreifen und werde versuchen, mit diesen beiden Angriffen insgesamt 100.000 Elixier zu rauben. Und ja, bin ganz gespannt, was dann da so bei rumkommt. Ich habe nicht verbessern. Ich habe 200 Bogenschützen ausgebildet und bin ich ganz gespannt, wie gesagt, was jetzt dabei rumkommt. Ich habe es jetzt dreimal probiert, irgendwie ging es irgendwie nicht. Ich weiß nicht genau, was ich da machen soll. Und werde jetzt erstmal schon mal in den Angriff. Ich werde schon mal in den Angriffsmodus gehen. Werde mir jetzt mal eben merken, wo meine Hand hin muss, damit ich den Angriffsbutton nicht, also damit ich den Weiter-Button erwische. So, jetzt werde ich mir das mal runterziehen. Ich sehe also nichts. Drücke jetzt auf Weiter. Hoffentlich hat das. Warte, ich muss einmal gucken, ob es geklappt hat. Okay, da ist nochmal weiter. Das ist schon mal gut. Drücke ich noch einmal weiter. Und drücke gleich noch einmal weiter, damit wir auch sicher gehen können, dass ich den nicht kenne, den Gegner. Ich hoffe mal, es hat jetzt geklappt. Ich habe die Hände jetzt wieder hier oben irgendwo. Ah, das ist ziemlich festgezogen, das Band. Ich muss erstmal gucken, dass ich mich so orientiere. Also das iPad ist hier ein bisschen weiter unten. Jetzt werde ich mal ein bisschen rauszoomen. Und muss jetzt ungefähr, also ich muss die Truppen mehr setzen. Das Problem ist aber, ich muss dafür erstmal gucken, dass ich den Rand erwische ein bisschen. Wo ist der Rand? Da ist der Rand. Ich setze jetzt einfach, ich lasse den Finger jetzt einfach mal gedrückt. Etwas im oberen, warte mal, wo ist der obere Bereich? Da ist der obere Bereich. Mal gucken, ob ich da irgendwie den Finger gedrückt halten kann. Weil ich die Hoffnung habe, da mal ein paar Truppen hinsetzen zu können. So, bitte, bitte, komm. Da noch ein bisschen, vielleicht an der anderen Seite mal probieren. Da ist der Rand. Mal gucken. Ich setze jetzt den Finger einfach mal, ich lasse einfach mal gedrückt. Eben habe ich es nämlich mal einmal ausprobiert und dann hat das komischerweise neu gestartet. Und ich weiß nicht warum. Deswegen versuche ich jetzt einfach mal die Truppen so zu setzen irgendwie. Nicht so ganz so viele ruckartige Bewegungen zu machen, sondern lieber mit dem Finger mal ein bisschen gedrückt zu halten, dass die Truppen dann auch vielleicht mal auf einem Ort sind oder so. Ich muss mal gucken, das iPad war da. Mikro war hier. Mal gucken, iPad-Rahmen. Ich muss mich ein bisschen orientieren, damit ich die Truppen wirklich auch in einem Gebiet setzen kann, wo dann auch was ist. Komm, einmal muss doch mal klappen. Ich setze jetzt immer zwei Finger gleichzeitig dahin, um zu gucken, ob wir vielleicht wirklich mal ein paar Truppen setzen oder nicht. Setze die fast dann, wenn es klappt, setze ich die ziemlich viel an einen Ort. Aber das ist mir dann auch egal. Ich will die Truppen einfach nur mal überhaupt mal absetzen. Hat ja bisher noch gar nicht geklappt. Alter, meine Augen. Was eine Challenge, ey. Die Challenge bringt mich echt an meine Grenzen hier. Bitte, komm. Setz einfach mal Truppen. Ich setze ein paar nach außen. Ich versuche es zumindest. Warte mal. Da ist der Rand. Ein bisschen nach da. Keine Ahnung. Keine Ahnung, ob wir jetzt wirklich effektiv hier mal was hingekriegt haben oder nicht. Ich bin echt gespannt. Werde jetzt gleich mal die Augenbinde abnehmen. Mal gucken, ob wir dann was gesetzt haben oder nicht. Warte mal, einmal noch. Einmal noch was setzen. Vielleicht habe ich auch... Oder wir gehen mal nach unten. Und gucken mal, ob wir vielleicht habe ich ja die ganze Zeit irgendwo hingesetzt, wo man gar keine Truppen setzen kann. Das weiß ich natürlich nicht. So. Aua. Ich habe noch 129 übrig. Das heißt, ich muss es jetzt trotzdem mal eben noch... Also ich habe schon mal ein paar gesetzt auf jeden Fall. Es ist jetzt auch nicht unbedingt gecheatet, weil ich muss ja gucken, ob ich noch was habe überhaupt an Truppen. Ich muss echt gucken, dass ich ein paar Truppen noch setzen kann. Vielleicht irgendwie unten rechts oder irgendwo, ich weiß es nicht. Oder hier oben noch. Warte mal, hier oben ist noch der Rand. Vielleicht dahin oder so. Vielleicht mal noch ein bisschen nach links ziehen, dass ich da irgendwie in die Ecke noch versetzen kann. Aber ansonsten, keine Ahnung. Ich hoffe mal, ich habe noch ein paar Truppen gesetzt. Aber wenn ich die nicht setze... Ah, ich hätte auch mal den Sound... Aber bei den Sound... Ich glaube, ich mache mir gleich mal die Kopfhörer rein, damit ich zumindest höre, ob ich die Truppen setze, weil so ist es natürlich extrem scheiße. Ich höre nämlich so noch nicht mal, ob ich überhaupt Truppen abgesetzt habe oder nicht. Das ist halt der große Nachteil. Warte mal, zoomen wir mal raus oder zumindest noch mal in die Ecke rein. Mal gucken, wo ist meine Hand? Meine Hand ist da. Mal gucken, ob es jetzt vielleicht was genutzt hat oder nicht. Ansonsten werde ich da beim zweiten Angriff mal die Kopfhörer reinmachen und mal gucken, ob das damit besser klappt. Jetzt gucken wir mal. Oh, hat sogar geklappt. Im 155. Okay, ah, das war die Zeit. Wir hatten nicht genug Zeit. Okay, warte mal jetzt. Jetzt interveniere ich da mal. Setz mir jetzt mal die Kopfhörer rein. Boah, mein Ohr. Seht ihr das? Seht ihr, wie mein Ohr aussieht? Oh, Alter.
Gehen ja die Kopfhörer kaum rein. Alter, mein Ohr! So, sind wir jetzt zurück und, ja, ich habe mir jetzt, wie gesagt, auf der, warte mal, wir müssen einmal gucken, dass wir es mal eben richtig machen. Ich habe mir jetzt hier mal Kopfhörer reingemacht. In der Hoffnung, dass es dann besser wird. Also, wir haben jetzt 139 Truppen. Ich werde ihn natürlich mal eben jetzt ein bisschen beschleunigen. Mit ein paar Juwelen, dass es ein bisschen schneller geht. Wir gucken uns gleich mal den, ich will den Angriff auf jeden Fall mal einmal sehen. Also, das war der Angriff. Wir gucken später. 33.000. 32.000. Das heißt, ein bisschen fehlt noch. Also es fehlen noch, ja, nicht ganz 70.000, 68.000, damit wir diese 100.000 Elixier noch kriegen. Also ich brauche 68.000 im zweiten Angriff. Und Alter, mein... Das ist schon ziemlich, sitzt schon ziemlich stramm jetzt, wenn man das so sieht. Aber wir müssen mal gucken. Es ist auch relativ laut auf meinem Ohr. Aber das ist mir jetzt auch egal. So, 5 sind zu viel. 5 Juwelen. Was haben wir hier noch? Hier können wir noch mit einem was machen. Wir gucken mal einfach weiter. 2, 3, da kommen wir nicht noch mit. Oh, das ist schon zu viel. 7, 6, komm. Müssten wir jetzt alle haben. Ich nehme wieder Bogenschützen. Ja. So, jetzt muss ich mal eben gucken, dass ich meine Hand wieder auf das lege. So, meine Hand auf den Angriffsbutton lege. Jetzt habe ich weitergedrückt. Nochmal weitergedrückt. Ich höre es nämlich jetzt. Nochmal weitergedrückt. Einmal mache ich noch. So, und jetzt versuche ich mal anzugreifen. Ah, jetzt setze ich sie. Jetzt setze ich die ganzen Truppen ab. Haha, es funktioniert. Es funktioniert. Ich kann sie absetzen. Okay. Das war die Seite. Oben. Ha, da kann ich auch noch welche absetzen. Okay, mit Zaun ist das viel einfacher. Mit Zaun ist das viel einfacher. Das ist geil. Das ist richtig geil. Also okay, jetzt versuchen wir noch welche unten hinzusetzen. Komm. Ha, da kann ich auch noch welche absetzen. Das ist geil. Komm. Ich höre auch die ganze Zeit, wie Gold abgebaut wird. Habe ich keine Truppen mehr? Scheiße. Ich habe keine Truppen mehr, oder? Nein! Ich habe, glaube ich, nichts mehr. Okay, dann versuche ich jetzt mal, warte jetzt mal eben ab. Komm. Ich höre nur, wie sie Gold... Ich kann jetzt ruhig gucken, ist ja egal, ich kann ja nichts mehr setzen. Ja, wir haben sie alle gesetzt. Wir haben alle Truppen gesetzt. Wir haben 66% geholt. Jawohl, ja. Wunderbar, mal gucken, was wir jetzt rausgeholt haben. So knapp. Um 2000. Oh, nein, so knapp. Es war so knapp. Wir können uns den ersten Angriff nochmal angucken. Ich habe den gar nicht mehr... Boah, das ist knapp. Gar nicht mal so schlecht, oder? Den gucken wir uns mal an. Ja, wie gesagt, der Fehler war, dass ich keinen Sound hatte. Okay, der hatte sogar gar nicht mal so wenig. Wo habe ich noch was gesetzt? Da habe ich was gesetzt? Was habe ich denn da gemacht? Da oben habe ich noch was gesetzt? Okay. Oh, hatte der viel. Im Grunde hatte der viel und ich konnte es nicht nehmen. Also, jetzt kann ich das ja wieder rausmachen. Boah, ist das laut. So. Ja, im Grunde hatte ich ja genug, eigentlich. Zumindest hatte der Gegner genug, aber ich konnte es irgendwie nicht mitnehmen. Jetzt mal gucken. Da habe ich noch einen gesetzt. Ich schwule mal ein bisschen vor. Okay, die Challenge muss ich auf jeden Fall nochmal irgendwann wiederholen. Die macht so Spaß. Ist ja unglaublich. Habe ich da noch einen gesetzt? Jetzt habe ich da noch welche hingesetzt. Alter, was habe ich denn gemacht? Ja gut, ich habe sie nicht gehört, ne? Das ist das Problem. Da unten noch welche? Ich habe immerhin mal ein paar hinsetzen können. Aber er hat noch 105 da gehabt. Hätte ich mal das mal noch an der Seite noch gesetzt? Das weißt du natürlich nicht, ne? Das siehst du ja so nicht. Da noch was hingesetzt? Ja, gar nicht mal. Dafür, dass ich blind war. Ich hatte noch 45, deswegen leider zeitlich nicht hinbekommen. Aber okay, gar nicht mal so schlecht. Also, ich muss wirklich sagen, Leute, es hat wirklich richtig, richtig Spaß gemacht. Ich bin gerne bereit, das nochmal zu machen. Ich glaube, wir machen das morgen einfach nochmal. Dann kommt die scharfe Challenge, kommt dann einfach am Samstag. Also, wie gesagt, wenn ihr es nochmal sehen wollt, gebt mir einen Daumen nach oben. Es macht wirklich richtig, richtig übelst viel Spaß. Und wenn es euch gefallen hat, wirklich Daumen nach oben geben, abonnieren nicht vergessen. Und wie gesagt, sind wir auch schon am Ende. Ich bilde mir eben noch die restlichen Truppen hier aus. Trollclan. Ist auch ein großes Thema, das mache ich dann bei Zeiten, die Tage mal, hätte ich auch richtig Lust drauf mit den Challenges da, die mir der Oliver, oder beziehungsweise mit den Vorschlägen, die mir der Oliver da gemacht hat in den Kommentaren.
Wäre ich gerne bereit zu, da müssen wir dann mal gucken, wann wir das dann angehen. Und da würde ich sagen, Leute, danke fürs Zuschauen. Mein Barbarenkönig dachte auch. Vielen Dank, er ist er nämlich. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.